Josef G., ich bin der technische Leiter der Brauerei Ustersbach. Wir sind eine familiengeführte Brauerei seit über 400 Jahren. Wir stellen hier alkoholfreie Getränke und Biere natürlich her, alle Biere, die man in Bayern so kennt und liebt. Das Projekt sieht so aus, dass wir ein Blockheizkraftwerk installiert haben und zusammen mit den Firmen Krones und MTU ein Konzept entwickelt haben, wie wir die Wärme des Blockheizkraftwerks in die verschiedenen Verbraucher der Brauerei einbinden. Zum Beispiel das Sudhaus, zum Beispiel die Flaschenreinigungsmaschine, zum Beispiel die Kastenreinigungsmaschine. Das BHKW wird betrieben mit Erdgas. Zusätzlich mischen wir Biogas bei, das wir in unserer betriebseigenen Kläranlage selbst erzeugen. Und diese ganze Wärme aus dem Blockheizkraftwerk wird in einem Pufferspeicher zwischengepuffert und dann an die entsprechenden Verbraucher weitergegeben. Wir wollten mit der Anlage erreichen, das Temperaturniveau für die Verbraucher der Brauerei abzusenken und so weniger Energie zu verbrauchen und somit auch weniger CO2 auszustoßen. Dazu kommt, dass wir im Vergleich zu einem herkömmlichen Kraftwerk einen wesentlich höheren Wirkungsgrad haben. Wir haben jetzt im ersten Monat schon fast 600 Stunden Volllastbetrieb des BHKWs erreicht. Wenn man was für die Umwelt tun kann und wenn man was für die Firma zudem tun kann, dann gibt es einfach eine runde Geschichte und man freut sich jeden Tag aufs Neue.